Ich sag's mal so, ne? Normale Gegner, cool, ja. Bis jetzt waren normale Gegner immer egal. Und jetzt fangen die an, was zum Schwierigkeitsgrad beizutragen. Was ja voll fein ist an sich, aber es ist halt so verwirrend. Es ist halt verwirrend, dass sie überhaupt jetzt eine Rolle spielen. Toller Titel, Dave. Danke. Ey, Bro, es ist so nervig. Du bist so ein unfassbarer Krampf. Okay, auf geht's. So. Kommst du mit? Ist der das? Nee, das ist ein anderer noch. Alter. Und Wave. Bro, was haben wir denn hier alles, ey? Wie viele Geister? Ja, Bro, come on. Der andere lebt immer noch. Alter. Hier wieder Buddhas Augapfel. Okay, weiter geht's. Das Problem ist bei so einem Areal halt aber auch, ich habe nie das Gefühl, okay, jetzt kann ich mich mal hier rausbegeben. Das ist halt das Problem, wenn ich hier quasi mal drin bin, muss ich drin bleiben, weil wenn ich mal rausgehe, dann erinnerst du dich worst case halt nicht, ey, wo bin ich hergekommen, wo soll ich hin, wen habe ich schon gelegt, wen muss ich noch legen und sowas. Das haben wir ja gerade schon gemerkt, ich bin zurückgesprungen hier rein. Und ich war schon sofort überfordert, oh boy. Hi. Schön. Hui. Seide.
Wo bin ich? Oh Mann, Alter. Du wirst überall von so doofen Fernkämpfern auch noch angegriffen. Okay. Oh Mann, der Nächste. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Oh, do. What the? Das geht ja immer tiefer und tiefer rein, oder? Nee, warte mal, hier bin ich hergekommen. Hier bin ich hergekommen, okay. Puh. HDMI 3.2 macht 4K 100 Hertz. Oh. Okay, warte. Da geht's final weiter. Ja, aber ich will ja nicht zwingend final weiter. Oh, warte mal, da kann ich respawnen. Okay. Wir wissen schon mal Bescheid, wo wir einen neuen Respawn-Punkt finden. Lauf trotzdem zurück, wir haben sehr viele Heilungsmöglichkeiten noch. Das, was die PS5 ausgeben kann, das ist cool. Das ist geil. Okay. Wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass die PS5 hat 4K... nee, HDMI 3.2 hat. Also, dass es überhaupt HDMI 3.2 gibt, wusste ich halt nicht. Dass die PS5 HDMI kann, 4K kann, wusste ich natürlich, aber... Ui, Lad, komm hier, ja. Wohin? Oh geil, das Ausweichen verhindert die... unterbricht die Combo nicht mehr. Oh, schön. Oh, in der Animation ist man geschützt, geil. Okay. Auf geht's. 2.1 vielleicht. Ja, keine Ahnung. Stimmt, HDMI war doch bei 2. irgendwas eigentlich. Hm. Ich bin da scheinbar ein bisschen raus. Ich weiß nur, DisplayPort 1.4 kann 4K 120. Ja, aber sieh mal eine an. Ich habe das ganze Areal geklärt, fast. Und ich habe immer noch was zu heilen. Also man lernt halt auch einfach dazu in so Games. Das ist halt auch cool. Nee, aber ich bin da ein bisschen raus. Ich weiß, so DisplayPort
1.4, das ist das, was ich halt habe, brauche. Oder 2.0, 2.0. Ey, selbst da weiß ich es mittlerweile nicht mehr. Will ich doch noch das letzte bisschen Mana gerade verwenden. Was ist hier? Some bastard has got me trapped on this rock with his spell. Even the rocks on the ridge have come to life. In that cave, there's a rock guy lurking. What secrets I bet. Should you uncover the reason, I shall find my way out. Ich hab da schon einen Rocks turning into guys. It's no small matter. Wo? Ach so, ja, okay, cool. Dieses Areal ist wirklich nur nervig. Furchtbares Areal bisher. In that cave, there's a rock guy lurking. In der Höhle? In welcher Höhle? Wir waren doch in der einen Höhle schon. Ich hab gesehen, dass man den angreifen kann. Ja, aber bringt das auch was? Oh, wait. Nee. Ist hier noch eine Höhle? Nee. Hallo, Dude. Hey, warte. Wir machen das einfacher. Oh boy. Okay, HDMI 2.1. Okay, davon habe ich schon öfter gehört. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, er kann nicht diese Höhle in Anführungszeichen meinen, weil es hier keine Höhle gibt. Geisteskern, okay. Hat jemand schon weitergespielt als hier? Falls ja, ist es die hintere Höhle, die er da meint, oder irgendwas anderes? Das muss es ja im Prinzip sein, eigentlich. Oh, so eine Genugtuung, diese Misttypen endlich legen zu können. Oh, hallo. Warum trifft er mich, während ich in meiner krassen Form bin? Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Oh oh. Oh oh.
Warum bin ich nicht da weitergelaufen, wo wir vorhin waren, bei diesem Tiger-Tempel? Okay, Sturmwind-Versteck, auf geht's. Okay. Da falle ich nicht drauf rein. Zumindest nicht direkt nochmal. Also ich bin ganz ehrlich, in der Höhle klingt für mich eigentlich nach diesem Spot hier. Mittlerweile wissen wir ja leider, dass er nicht so besonders ist, wie ich dachte. Ist es vielleicht einfach die Lösung, den Typen kaputt zu kloppen? Ach so. Da ist noch einer von denen. Okay, sehr gut. Weiter geht's. Können wir das hier lesen oder so? Nee, ey, hier ist noch eine Kiste. Eine Truhe. Okay, ganz kurz mal, was in dieser Höhle, wo? Should you uncover the reason, I shall find a way out. Rocks turning into quarries, tis no small matter. In that cave, there's a rock quarry lurking. Haben die Dinger respawned? Hier hat alles respawned. In dem Gebiet hat alles respawned, deswegen ist es ein furchtbares Gebiet. Geradeaus und oben rechts vom NPC aus gesehen. Hier? Oder da? Hinter dir. Na gut, ich habe gerade 400 mal die Richtung gewechselt, deswegen ein bisschen schwierig, dass wir das da koordinieren. Ich sag's euch, wie es ist. Das ist ein super, super anstrengendes Areal.
Schreckensklippe ist ein sehr passender Name für dieses Areal. Warum? Ach du mal, stimmt, jetzt weiß ich, was Hoffenschorsch meint. Dasselbe, das ist dasselbe Ding von vorhin, ne? Okay, wohin jetzt? Ich stehe hier. Wohin muss ich jetzt? Hinter mir? Ganz, 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 ganz kurz. Hier irgendwo soll die Höhle sein, oder was? In that cave, there's a rock warrior lurking. Or should you uncover the reason? Rocks turning into quarries. Just no small matter. Also als ich hier stand, hast du geschrieben, hinter dir, oben in der Höhle, das ist so unübersichtlich. Da! Da ist eine Höhle? Ganz kurz, wo um alles in der Welt ist hier eine Höhle? Ich sag nicht, dass ich das nicht glaube, was du da schreibst, sind, aber ich check's einfach nicht. Ja, wo ist hier eine Höhle? Ist ja geschrieben, oben rechts von ihm aus gesehen, aber wo? Sind doch jetzt oben rechts, oder? BB, too much CC? Ich check's einfach nicht. Komme ich da irgendwann erst hin? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen jetzt mal weiter. Ey, Bro, tut mir leid, aber du kannst keine guten Wegbeschreibungen machen, deswegen. In that cave, there's a rock boy lurking. Warte, weil ich habe bei YouTube keine Daumen mehr. Hat das jemand anders auch? Das wäre wild. Das wäre wild, wenn YouTube einfach ihre Likes-Systeme komplett dann über den Haufen wirft. Ja,
Ja, so strange ist so strange ich das auch teilweise fand, so um 6 Uhr morgens teilweise mal ein Video hochzuladen und währenddessen noch wach zu sein und zu sehen, dass sonntagmorgens um 6 Uhr teilweise Leute Videos disliken in der ersten Minute, in denen sie erscheinen. Das sind übrigens ganz, ganz komische Menschen, glaube ich. So wichtig finde ich es eigentlich noch, dass man Feedback hinterlassen kann. Weil jeder Creator weiß es einzuordnen, wenn du Likes oder Dislikes hast. Also irgendwann hast du halt einfach eine Anzahl an Dislikes immer. Oder ein Verhältnis oder so. Respawn ja wirklich, oh mein Gott, halt, Schorsch hat recht. Oh mein Gott. Okay, Kommentare kann ich liken. Strange. Vor allem imagine diese ganzen... Oh mein Gott. Diese ganzen alten Videos wären doch super cringe, wenn du dann hörst, hey, like das Video. Und dabei kannst du es nicht mehr liken. Bitte sei kein Gegner. Danke. Okay. Uiuiuiui. Machen wir hier weiter oder bei dem anderen Ort? Puh. Okay. Selbstbestimmung. Neu entzünden. Bei mir sind die Likes noch ganz normal da auf YouTube. Ja, vielleicht ist es wieder sowas, was sie nach und nach verändern. Macht YouTube ja gerne, zum Beispiel auch bei einem neuen User Interface hatten die es auch nur. Oh Gott! Erst bei ein paar Leuten und dann bei allen. Irgendwann. Also kleiner Tipp, wenn ihr selbst Black Myth Wukong spielt, macht die starke Attacke nach einem Sprung. A, sieht's cooler aus und B, dauert das Aufladen von der starken Attacke sonst viel zu lang. Okay. Da unten ist ja noch einer. Was macht der denn eigentlich? Oh, ich sehe da schon den nächsten Mineraliengegner. Our minerals are depleted. Weil werden alle in StarCraft gut aufgehoben, ne? Hallo! Der ist echt on fire, der Typ. Und er merkt's auch nicht wahr. Ey, hier geht's auch wieder an zwei Stellen weiter. Okay, das ist ganz klares Bossareal. Also deutlicher kann man es nicht machen.